Am 3. Oktober jährt sich zum 35. Mal der Todestag von Franz Josef Strauß. Wie verliefen für Sie als Pressesprecher die Tage zwischen dem Zusammenbruch von Strauß am 1. Oktober 88 und seinem Tod am 3. Oktober 88? Wie verliefen für Sie die Trauerfeierlichkeiten? Am Samstag, 1. Oktober, mittags, saß ich mit einem Journalisten der Zeitschrift Quick, Axel Thorer, im Zelt auf dem Oktoberfest, und ich schaue nach rechts, plötzlich kommen Sicherheitsbeamte rein, die ich alle gekannt habe. Ich wusste, Strauß muss in der Nähe sein, und er nahm am Nebentisch Platz. Er hat sich damals mit dem damaligen Bundesverteidigungsminister getroffen und hat dort Gespräche geführt, hat natürlich gesehen, dass ich am Nebentisch sitze mit Axel Thorer. Axel Thorer war ihm auch sehr gut bekannt. Und als das Gespräch beendet war, stand er auf, kam am Tisch vorbei, fragte uns, ob wir genug zum Essen und zum Trinken haben, verabschiedete sich, und das war die letzte Begegnung. Drei Stunden später passierte das, was wir aus den Geschichtsbüchern inzwischen wissen. Ich habe erzählt, die Geschichte im Oktoberfestzelt am Samstag, 1. Oktober, er hat sich verabschiedet. Zwei, drei Stunden später ging die Meldung durch die Medien, dass er zusammengebrochen ist, war natürlich ein Schock. Wir haben uns die engere Umgebung zusammen telefoniert. Gerold Handler war auf einem Sportlerball, bayerischer Sport, er war ja Innenminister im Bayerischen Hof, hat sofort alles liegen und stehen gelassen. Peter Gauweiler ist mit dem Hubschrauber nach Regensburg, Edmund Stoiber war dabei, aber es zeichnete sich sehr schnell ab, dass das, was da passiert ist, wohl die letzten Stunden des Franz Josef Strauß waren. Ich habe von seinem Tod dann am Montag im Auto erfahren über den Bayerischen Rundfunk, bin stehen geblieben auf der Nymphenburger Straße, ich kann mich genau erinnern, wo ich, und es war natürlich eine sehr emotionale Geschichte, die sich dann fortgesetzt hat bis zum Tag der Beerdigung, die wohl keiner vergessen wird, der an dieser Beerdigung teilgenommen hat, als die Lafette mit den sterblichen Überresten über den, aus der Residenz, aus dem Prinz-Karl-Palais-Residenz über die Residenzstraße, Odeonsplatz, Ludwigstraße, zigtausende von Menschen am Rande standen, es war mucksmäuschenstill. Man hörte Kinder schreien und man hörte die Metallräder der Lafette, man hörte die Hufe der Pferde, und dann verschwand diese Lafette im Siegestor in der Abenddämmerung. Sowas kann man nicht planen. Aber wer das erlebt hat, der vergisst diese Bilder ein Leben lang nicht. Und am Straßenrand standen nicht CSU-Mitglieder oder Strauß-Fans. Es standen bayerische Bürger, die sich von ihrem bayerischen Ministerpräsident verabschiedet haben. Und man spürte diesen Hauch von Dankbarkeit, dass dieser Mann 40 Jahre die Geschicke von München, Bayern, Deutschland, Europa und vielleicht sogar weltweit, wenn ich Israel mit einbeziehe, seine Beziehungen zu Amerika, seine engen Beziehungen zu De Gaulle in Frankreich. Ich habe alles eingangs erwähnt, dass die drei Säulen der Straußschen und auch der Adenauerschen Politik waren. Und das erlebt zu haben, muss ich heute und kann ich heute Strauß zitieren mit einem oft zitierten Wort: dankbar rückwärts, mutig vorwärts und gläubig aufwärts.